Neustrelitz, frühere Residenzstadt und Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte. In ihrem historischen Stadtzentrum entsteht, zwischen barockem Marktplatz und dem Schlossgarten, das Kulturquartier. Ein Ort, der die Region um einen touristischen Anziehungspunkt bereichert und wichtige kulturelle Einrichtungen vereint. Unter einem Dach, unter einer Leitung. Wir brauchen Orte der Kommunikation. Wir brauchen Orte, an denen Menschen sich austauschen können, soziale Kontakte haben. Und die kriegen sie natürlich besonders dort, wo Kultur stattfindet. Um diesen Ort zu schaffen, haben Vertreter des Landes und der Stadt Nägel mit Köpfen gemacht. Denn mit der Alten Post wurde für das Projekt das ideale Gebäude gefunden. Mit viel Platz, Charme und Gestaltungsspielraum. Nach dem Umbau wird der Besucher im Erdgeschoss des vorderen Teils einen Empfangsbereich, eine Ausstellung zum Postgebäude und eine Sonderausstellung vorfinden. Im Obergeschoss werden das Carbe-Wagner-Archiv, das Theaterarchiv und die Stadtbibliothek einziehen. Außerdem ist Raum für den Mehrzwecksaal und ein Café. Im Obergeschoss wird ein großer Lesesaal entstehen. Der Seitenflügel ist Ort für die neue Dauerausstellung zur Geschichte des Landes Mecklenburg-Strelitz. Das Kulturquartier wird so zum historischen Gedächtnis der Region. Wir leben im größten Kreis Deutschlands inzwischen, Mecklenburgische Seenplatte, und die Identität, die diese Stadt und das ehemalige Herzog- oder Großherzogtum verkörpert, ist ja in dieser Stadt so nicht zu entdecken. Wir brauchen einen Ort, ein Kulturquartier, in dem wir die Geschichte der Stadt, die Geschichte dieser Region, die Geschichte, die sich sozusagen auch mit den Nachbargemeinden verbindet, erleben lassen. Und das soll das Kulturquartier sein. Mir gefällt das Projekt auch deshalb gut, weil Neustrelitz nicht die Mühe gescheut hat, einen qualifizierten, bekannten Architekten heranzuziehen für diese anspruchsvolle Aufgabe, dem es auch tatsächlich gelungen ist, wenn ich mir die Pläne anschaue, dass relativ unscheinbare Postgebäude durch einen interessanten, modernen Anbau zu versehen, der dem Ganzen einen besonderen Charakter gibt. Durch den Anbau kommt der Besucher auf den neu gestalteten Innenhof. Mit viel Platz für ein Terrassencafé, Veranstaltungen wie Konzerte, Feste, Lesungen oder Vereinstreffen. Trotz der modernen Baugestaltung bleibt der Charakter des alten Gründerzeitgebäudes aber erhalten. Es war für uns eben auch sehr wichtig, dass wir das in dem Entwurf berücksichtigt haben, eben die klassischen Raumfolgen und die Besonderheit der alten Post, auch die Identifikation der Menschen hier vor Ort mit dem Gebäude, und dass man es dann nicht komplett erneuert auch. Die Fenster werden aufgearbeitet, die historischen Fenster mit den verschiedenen Anstrichen, die sie gehabt haben. Das Dach besitzt noch seine originale Eindeckung mit glasierten Doppelmuldenfalzziegeln, die in einem Zickzackmuster verlegt sind, was sehr charakteristisch für viele Postbauten ist, das späte 19. Jahrhundert ohnehin typisch. Und diese Dachdeckung kann bewahrt werden. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Historie und Moderne vereint. Spannende Präsentationen und Multimedia-Stationen werden hier bald Geschichte lebendig machen. Wir wollen gerade junge Menschen für das Haus, die möglichst ihre Eltern mitbringen und nicht umgedreht die Eltern ihre Kinder ins Museum zerren, weil es halt Bildung ist, weil es dazu gehört. Nein, umgedreht. Die Kinder sollen so begeistert sein, dass sie die ganze Familie mitbringen, dass sie von morgens bis abends meinetwegen am Wochenende bei uns verbringen. Und so wird das Kulturquartier bald zum Mittelpunkt des kulturellen Lebens in Neustrelitz. Ein Leuchtturm mit überregionaler Ausstrahlung. Es wird ein Haus sein, in das man gerne geht. In das man gerne geht, um einer Veranstaltung beizuwohnen, um zu lesen, um sich ins Café zu setzen auf dem schattigen Innenhof, um da Zeit zu verbringen. Das wird den Neustrelitzern sicherlich gefallen. Und ich kann die Stadt nur beglückwünschen, dass sie diese Anstrengung unternommen hat. Das zeichnet sie aus,
gegenüber anderen Städten im Land.